So, ich bin auch auf Pause. Oh, Horsti sagt, dass er an der stillen Karte immer gut war. Ich würde sagen, wenn wir dieses Quiz beim Abend mit André und Romy spielen, ist Horsti dabei. Das würde ich auch sagen. So, Belana hat mehrere Schlückchen Wasser rausgehauen. Ich hole die mal nach. Ich mach mit. Herzlichen Dank. Hey. Diplomatische Aktion Beziehungen verbessern wurde erfolgreich in Südkorea umgesetzt. Hey. Dann, ihr Lieben. Einmal Investitionen. So, was passiert hier jetzt eigentlich noch? Handelsabkommen mit Kanada? Ach ja, genau. Wir wollten hier Wohlwollen erlangen. Dauert noch 10. Aber das können wir dann auch genauso gut in Südkorea machen. Sollten wir auch in Südkorea machen. Oh, hier ist ein neuer Block. Panama hat sich dem Block angeschlossen. Freundschaft von Argentinien. Hm. Definiere Schlückchen. Ja, 2 bis 3 CL. So, und unser Bruttoinlandsprodukt wächst. Das ist doch mal schön. Und ich würde jetzt tatsächlich positive Aktionen Wohlwollen erlangen mit Südkorea machen, weil wenn Investitionen klar geht, dann würde ich direkt sie zum Block einladen. Dann sind wir, so wie es aussieht, wahrscheinlich der erste Block, der 3 Mitglieder hat. Und Südkorea ist cool. Auf jeden Fall. So, weil Indonesien haben wir nämlich nicht genug. Ach, kostet auch 150, ja, aber sollten wir machen. Ja. Weil Indonesien haben wir jetzt 105. Wir brauchen 120, um sie in den Block einzuladen. Und hier haben wir jetzt 123. Ups. Ja. So, ich muss die Pause noch lösen. Und wir sind bereits im April. Wir haben ein Jahr geschafft in einem Stream bisher. Finde ich gut. Ja. Finde ich auch richtig gut. Okay. Ich merke gerade, dass ich hier bei unseren internationalen Beziehungen nicht mehr ganz up to date bin auf meinem Zettel. Haben wir Fiji eigentlich schon eingeladen für den Blog? Nee. Oh, wollen wir das noch machen? Da müssen wir erst auch wieder die Beziehungen verbessern, weil wir haben das so vorschnell gemacht, weil die halten nicht so lange, die verbesserten Beziehungen. Jetzt haben wir erstmal das nächste Projekt durch. Eisenbahninfrastruktur wurde umgesetzt. Sehr gut. Und wir haben 216 Aktionspunkte. Die sind, glaube ich, habe das Gefühl, dass die bald wieder weg sind. Wir könnten offene Diplomatie oder militärischer Zugang machen. Wenn wir, oder wir könnten mal bei Finanzsystem noch gucken. Wir haben gemeinsame Investitionen. Ah, das sind diese Public-Private Partnerships, glaube ich. BIP-Wachstum und Arbeitslosigkeits. Minus 0,01. Ja, das können wir machen. Das ist ja vom Prinzip erstmal nichts Schlechtes. Es kommt immer darauf an, was in den Verträgen steht. Das stimmt. Können wir mal machen. Finde ich großartig. Mhm. Dauert relativ lange, aber gibt uns einen ordentlichen Wirtschaftsboost. Wir sind fast bei Arbeitslosigkeitswachstum sind wir schon. Unsere Arbeitslosigkeit schrumpft um den Faktor um den Faktor 0,02 und das wird dann 0,03 und BIP wächst wieder. Das gefällt mir. Also machen wir das. Und dann wenden wir uns demnächst wieder der Diplomatie zu.
Pasek fragt gerade, ob es schon mal gute PPP, also Public-Private Partnership-Verträge gab. Also, um die Frage ehrlich zu beantworten, weiß ich nicht. Dafür kenne ich zu wenig Verträge, die Public-Private Partnerships umfassen. Ich glaube, man müsste erst mal gucken, welche davon wie öffentlich gemacht werden. Also wenn staatliche Institutionen beteiligt sind oder teilstaatliche Institutionen, dass man dann tatsächlich auch sieht, was in den Verträgen steht. Das könnte schon mal helfen und dann können wir entscheiden, ob es gute Verträge sind oder nicht. Ja, Feuer. Freedom of Information Sehr Act. Gut. Aber ist ja? Dann ja meistens bei solchen Sachen, unterliegen die da nicht dieser Auskunft, weil irgendein Betriebsgeheimnis da mit reingepflegt wurde oder sowas. Aber da kenne ich mich auch genau. Zu wenig aus. Ja, ja aber auch da ist ja wieder die Frage, wer regelt das? Und was sind die gesetzlichen Grundlagen? Und Gesetze kann man ja ändern, dafür ist man eine Demokratie. Ja, das stimmt. Ja, also was ich öfters schon gehört habe, ist dann, dass ein Geschäftsgeheimnis oder ein Geschäftsprinzip oder sowas mit dem Vertrag drin steht und dass er deswegen nicht öffentlich gemacht werden kann. Und dann schindest du einfach Zeit und dann ist die Private Partnership doch irgendwie vorbei und dann wird das als Verschlusssache oder keine Ahnung, ich weiß es nicht, um die Firma nicht zu gefährden, Arbeitsplätze, bla bla bla. Aber so sehr genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aber auf jeden Fall ist unsere Investition in Südkorea erfolgreich. Sehr gut. Und gleich haben wir hoffentlich Wohlwollen erlangt. Und wenn wir Wohlwollen erlangt haben, dann müssen wir noch bis Ende des Monats warten. Und dann könnten wir direkt Block hinzufügen machen. Sehr schön. So, welchem Land wollen wir uns denn als nächstes zuwenden? Lass uns erstmal gucken, was daraus wird. So, jetzt haben wir... Jetzt können wir ja nur abwarten. Ja, wir haben Wohlwollen erlangt in Südkorea. So. Das heißt, Block zum Block hinzufügen. Investitionspunkte und Wohlwollenspunkte. Und wir sind Chance von 90%. Daumen gedrückt. Dauert 30 Tage. Goll. Mit einem Handelsabkommen hatten wir mit denen noch gar nicht, oder? Nee, wenn sie den Block wenn sie zum Block hinzukommen, brauchen wir das ja auch gar nicht. Stimmt. Diplomatische Mission wurde umgesetzt. Sehr gut. Jetzt bin ich mal gespannt, was heißt diplomatische Mission? Ist das positive Aktionen? Nee. Ja, da oben. Doch. Diplomatische Mission macht Beziehungen plus 40. Yay. Das war eine gute Entscheidung, würde ich sagen. Oh, wow. Für ein Jahr lang. Gut, also das können wir auf jeden Fall... Für den nächsten Blockpartner, wenn es mit Südkorea nicht klappt, ist das auf jeden Fall eine super Sache, um die nächsten. Also, das würde ich jetzt hier nicht sofort machen. Aber so können wir die nächsten in den Block einladen, wenn der Cooldown auf zum Block hinzufügen wieder abgelaufen ist, ne? Das wäre was für Japan und so. Oh ja. Schön. Ja. Boah, Japan sind wir im Moment bei 77. Da könnten wir die 40 gebrauchen. Ja. Ja, wir müssen ja einmal nur über 120 kommen und dann können wir die Geschichte mit dem zum Block hinzufügen machen. Danach müssen wir Kultur, also die ganzen Anpassungen innerhalb des Blocks irgendwann machen und erforschen. Wir haben aber wieder einen freien Projektplatz. Ich gehe mal so durch. Bei Diplomatie haben wir militärischen Zugang. Was da wäre? Spionagewesen. Könnten wir Gegenspionagebehörde. Dann kriegen wir einen Spionageplatz, aber wir können uns keine Spione leisten im Moment. Aber es ist ja auch Gegenspionage. Also augenscheinlich bezahlen wir ja nur für den Spion im Ausland. Aber wenn wir
verhindern, dass jemand bei uns spioniert, was ja quasi die Idee von Gegenspionage ist, dann funktioniert's. Oder? Dann kriegen wir einen Spionplatz in Neuseeland. Den müssen wir erstmal füllen mit einem Spion. Also wir können dann einen mehr anheuern, aber wir haben schon freie, wir haben leere Spionageplätze 5. Weil ein Spion 4000 Aktionspunkte kostet. Können wir mal gerade gucken. Spion. Einstellen. Ne, 3000. Ich habe mich geirrt. Kostet, nee, Militärstab. Möchte Spione. Ja, Spione, 3000 Aktionspunkte. Also wir kriegen mit dem Gegenspionagebehörde einen freien Spionageplatz. Okay, dann vielleicht doch nicht und wir probieren es mit der nationalen Währung. Ja, wir hätten hier noch westliche Zivilisation. Okay. Ach, das sind verschiedene. Interessant. Das bringt uns jetzt nichts. Nationale Währung haben wir nicht genug Aktionspunkte für. Ich gucke mal, ob hier irgendwo was blau ist. Schulpropaganda wäre blau. Dagegen. Egalitarismus? Das wäre das, was wir in Democracy super gut hingekriegt haben, die egalitäre Gesellschaft. Ja. Das könnten wir machen. Tatsächlich. Oder Elitismus. Würde ungern Elitismus wählen. Ja, also das ergibt Sinn an der Stelle zu sagen, wir nehmen den Egalitarismus. Arbeitslosengelder. Wir haben noch keine Arbeitslosengelder. Ja, ist wie bei Democracy 4, wenn wir Arbeitslosenhilfe zahlen, ist Arbeitslosigkeitswachstum plötzlich plus 0,2. Mindeststeuersatz sinkt und BIP-Wachstum bricht ein. Das ist krass. Militärpolitik. Ich würde gerne auch noch mal auf diesen Bereich der Nichtregierungsorganisation gucken. Da ist das hier das erste. Da brauchen wir 155. Da fehlen uns 2. Dass wir überhaupt Sachen machen können. Und dann kommen... Ja, das würde ich tatsächlich auch gern angehen wollen. So perspektivisch. Ja. Dann würde ich doch vielleicht militärischen Zugang machen. Dauert und dann hoffentlich haben wir das nächste Mal mehr Aktionspunkte für die NGOs. Ja. So gefällt mir das. Okay. So, ich bin jetzt gespannt. Noch 20 Tage, bis wir wissen, ob Südkorea unserem Block beitritt. Neuseeland, Australien, Südkorea ist spannend. Ist wirklich spannend. Als Konstellation. So. Ja, dabei, also dadurch, dass wir ja auch Japan noch mit dazu haben wollen und Taiwan, finde ich das sehr interessant. Mhm.
Ist halt schade, dass die sowohl die Kanadier als auch die Briten als auch. Yay! Sehr gut. Also niemand von den anderen wollte mit uns spielen, von den anderen Großen. Insofern. Diplomatische Aktion zum Block hinzufügen wurde erfolgreich in Südkorea umgesetzt. Jetzt sind wir ein Block hier. Wir können uns mal. Mehr. Können wir uns irgendwo Blöcke angucken? Pasi kommentiert auch gerade, dass China wahrscheinlich begeistert ist, dass wir jetzt, dass dann auch noch Taiwan mit dazukommen soll. Taiwan, Japan in unserem Block. Ja, und wir haben Australien auch schon. Insofern kann ich mir das durchaus vorstellen, dass der Block, der sich da um China bildet, das nicht so gut findet, was wir hier tun. Ja. China hat auch 66 Beziehungen zu uns. Also es ist nicht so super. Ja, aber jetzt haben wir erstmal Südkorea hat sich im Block angeschlossen. Ich würde jetzt auch tatsächlich überlegen, die ganzen Inselstaaten noch mit einzufangen im Block. Das wird China zwar noch weniger mögen, aber dass wir dort denen auch noch so ein bisschen Schutz und ein gutes Gefühl geben. Also auch so Mikronesien und hier Marshallinseln, oder? Ja, ja. Mikronesien, 95, 93, 95, Frankreich mit ihren 105. Haben wir irgendwo... Ja, das, die Parsec sagt das auch gerade, die Beziehungen zwischen Australien und China sind tatsächlich gerade relativ stark angespannt. Also nachdem es die letzten Jahre, naja, eher sehr eng war und es vielfältige Investitionen auch gab in Australien, wurde, wenn ich mich recht entsinne, letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch gestoppt, dass ausländische Investitionen in den Immobilienmarkt stattfinden können, damit die internationalen Investoren quasi nicht alles aufkaufen. Und inzwischen gibt es einen diplomatischen und Spionageskandal nach dem nächsten. Und das fliegt gerade seit ein paar Wochen auch durch die Presse. Was dann dazu geführt hat, unter anderem das, was wir vorhin hatten, dass Produkte aus Australien mit sehr hohen Zöllen belegt werden in China. Und ja, wir wissen damit, dass wir damit China auf die Füße treten, aber eigentlich treten wir nicht unbedingt China auf die Füße, wir versuchen einen Block im Pazifikraum aufzubauen. Das ist alles. Ja, und dann tritt man natürlich anderen Playern auf die Füße. Und ich sehe gerade, nächste Wahl im September 2022 haben wir eine Wahl. Und ich weiß nicht, was das bedeutet. Also wie das funktioniert. Hier haben wir unsere Parteien. Hier haben wir unsere rechte Hand, Taxman. Von Taxman habe ich auch schon lange nichts mehr gehört. Nee. Also dafür, dass wir so einen Berater haben und das am Anfang so ein auch so eine Entscheidung war, wer soll unser Berater, Beraterin sein, ist jetzt von dem der Beraterin nichts mehr zu spüren. Ja, ich bin mal gespannt, was das bedeutet, weil wenn ich auf nächste Wahl klicke, Tage verbleiben 99, komme ich plötzlich hier hin. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich kann die Wahl nicht beeinflussen. Ach, es geht weiter. Wir besprechen hier internationale Politik. Mensch, das war wirklich nicht mein Schwerpunkt. politisches System Deutschlands war meins und Internet und Föderalismus. Aber was hier ganz spannend ist, ja, das, was wir tun, würde China entgegenstehen. Allerdings kommt es auch darauf an, wie alt die Lokos sind, die man da jetzt geguckt hat. Die Belt and Road Initiative
führt gerade, das war in den letzten Jahren quasi das internationale Investment-Mantra, dass man, dass die Chinesen in allen möglichen Entwicklungs- und Schwellenländern, aber auch in anderen Industriestaaten investiert haben. Gerade aber in den Entwicklungs- und Schwellenländern, das ist das Problem, dass wenn die ihre Kredite nicht mehr zahlen können, wird das für die einheimische Wirtschaft so ein bisschen schwierig. Und beziehungsweise für den eigenen Stand der Einnahmen und Ausgaben, weil ja die Leute ihre Kredite nicht zurückzahlen können. Und das wiederum hat dazu geführt, dass jetzt vor kurzem das ein Stück weit zurückgefahren worden ist, oder schon vor einer Weile. Also wenn man die letzten 2 Jahre sieht man, dass die Investments im internationalen Bereich deutlich zurückgegangen sind. Und über Trump und China, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Geschichte. Und die Geschichte würde ich mir gerne angucken, wenn wir die Regierung Trump tatsächlich auswerten können, wenn wir wissen, was dort eigentlich passiert ist. Oder auch nicht. Das ist nochmal ein dickes Brett. Es sind jetzt gerade hier spannende Dinge passiert. Erstmal Krieg, Türkei gegen Georgien. Okay. Ist gerade ausgebrochen. Georgien müsste... hier hinten irgendwo sein, oder? Ja, ihr habt mich ertappt. Meine Erdkundekenntnisse. Ich bin auch willig zu lernen. Nationen von Türkei. Türkei und Bangladesch gegen Georgien. Okay, wir haben unseren ersten Krieg. Und Beratervertrag endet bald. Von unserem Büro für Auswärtige Angelegenheiten. Die haben alle verschiedene, beziehungsweise diese Berater sind anscheinend, also weiß ich nicht, sowas wie Minister, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ja, aber das zählt jetzt auch langsam runter. Und unser Metall ist wir haben diese Eisenbahnförderung gemacht. Da geht ganz schön was vom Metall runter. Wir müssen uns ein bisschen, sollten uns ein wenig um Metall kümmern, aber wir haben ja auch noch einen Bund jetzt aus 2 Staaten. Oh, hier geht's richtig ab. Russland gegen Georgien. Georgien kriegt richtig auf den Sack. Und Oman hat sich der Übereinstimmung von Saudi-Arabien angeschlossen. Ja, Horsti ist gemein. Was? Ich mag Horsti sehr, aber manchmal ist er gemein. Er hat uns auf dem Discord-Server gerade einen Quiz zum Üben für Geografie hinterlegt. Ja, ich habe da auch noch eins in der Hinterhand, aber wahrscheinlich haben wir da dasselbe. Ich will mal gerade gucken. Genau, wer noch nicht auf dem Discord-Server ist, kommt gerne auf den Discord-Server. Geo-Quiz. Ah ja, ich habe noch ein anderes. Das ist noch weitaus modifizierbarer. Das schmeiße ich auch nachher nochmal in Discord-Server, versprochen. Als Antwort darauf. Da kann man auch viel mehr auswählen. Da kann man solche Sachen machen wie Binnengewässer und Flüsse in Deutschland oder in Österreich oder in... Und da habe ich schon so, wie? Das ist ein See in Deutschland? Wusste ich nicht. Oh mein Gott. Mit Abständen, oh Gott, ja. Ja, ich melde mich an dem Tag krank. ich wäre übrigens auch dafür, noch mal eine Pause zu machen. Also ich weiß, wir haben die 1,5 Stunden noch nicht ganz voll. Ah ja, stimmt. Aber wir haben auch schon, es ist auch schon spät, aber das ist nicht schlimm. Ich habe auch noch Lust, weiterzumachen. Oh, was ist hier passiert?
Warum ist es jetzt gelb geworden? Ach so. Ich habe einen Knopf gedrückt und habe einen Kartenmodus gewechselt. Ja, lass uns mal noch eine Pause machen. Ich kann noch. Wie sieht's bei euch aus? Zurück aus der Pause und Belt and Road in Australia hast du gerade gepostet. Genau, es ging ja vorhin irgendwie um Australien und China und auch um diese Belt and Road Initiative von China. Und jetzt gerade relativ frisch, glaube ich, Anfang des Monats, gab es in Australien auch ein neues Gesetz, was diese Direktinvestitionen aus China so ein Stück weit zurückfahren soll. Okay, ich habe mich mal kurz gestreckt, was Horst hier eingefordert hat. Und ich würde gerne noch eine Sache ergänzen und dann höre ich auch auf, über China zu reden, wirklich. Soweit ich weiß, hat Australien jetzt auch den Magnitsky Act verabschiedet. Da geht es im Endeffekt um die Sanktionierung von Personen, die an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt waren. Die USA hat es jetzt auch verabschiedet, wenn ich mich recht entsinne. Europa, die Europäische Union auch vor kurzem. Und das wird noch mal ein bisschen interessanter, wenn es um die Situation der Uiguren in China geht, die ja in sogenannten Umerziehungslagern sind. Ja. Und insofern spielt es dann schon eine Rolle, wie konsequent oder inkonsequent das, was wir vorhin bei einem anderen Ereignis hatten, Staaten sind, was ihre Wirtschaftspolitik betrifft. Also an welchen Stellen welche Entscheidung wie beeinflusst wird, ob es eher das wirtschaftliche Interesse ist, ob es eher ein Interesse der nationalen Sicherheit ist oder ob es eher, keine Ahnung, ein humanitäres Interesse ist. Also all das kann politische Entscheidungen beeinflussen. Und natürlich sind es auch Zielkonflikte, weil manchmal diese drei Sachen auch nicht so gut zusammenpassen. Ja, sorry. Nein, entschuldige dich um Gottes Willen nicht. Das ist ja das, was wir hier in der Dienstagspolitik machen wollen. So, Einladung zum Begräbnis. Unsere Verbündeten haben sie zum Staatsbegräbnis ihres Staatsoberhauptes eingeladen, der nach langer Krankheit verstorben ist. Die Höflichkeit gebietet ihre Anwesenheit. Ich werde selbstverständlich, und es geht anscheinend um Andorra, ja. Ich werde selbstverständlich da sein. Aktionspunkte 30, Beziehungen plus 5. Ich gehe hin, das ist eine gute Gelegenheit, um sich mit wichtigen Leuten zu besprechen. 100 Aktionspunkte. Beziehungen auch plus 5. Aber da steckt anscheinend bestimmt noch was hinter. Würde ich jetzt schätzen, sonst ist ja kein Unterschied. Oder, nee, Beziehungen minus 20 und keine Aktionspunkte. Ja, weiß ich nicht. Andorra, der kleine Staat zwischen Frankreich und Spanien. Und ja, ich weiß, wo Andorra liegt, Leute. Da. Ich habe kurz auf meinen Tisch geklopft. Da liegt Andorra. Ja, natürlich sind wir da. Weil wenn wir einmal in Europa sind, dann können wir uns auch mit anderen Leuten treffen. Das stimmt. Und außerdem sind wahrscheinlich zu diesem Staatsbegräbnis auch noch andere Staatsoberhäupter eingeladen, was vielleicht auch nicht so schlecht ist. Ja, was wollen wir machen? Die sparsame Variante oder die 100 ausgeben? Ich würde die 100 ausgeben. Okay. Wird wahrscheinlich ein Ereignis nach sich ziehen, schätze ich.